drauf zu kommen. Boah, ich hasse dieses Springen und gleichzeitig Lenken in dem Spiel. Ich springe immer vorbei und vor allem mit Kleiter wird das kritisch. Ach Quatsch. Oh, ist zu weit gesprungen. Ist doch witzig mit Leiter. Ich finde es einfach nervig, in die Richtung zu lenken, wenn man springen will. Funktioniert irgendwie nicht. Ja, man sollte auch erst springen und dann bewegen. Ja, aber das geht manchmal, wenn man über bestimmte Sachen springen muss. Geht das nicht so gut? Eigentlich musst du bewegen und springen. Wo seid ihr denn? Oh, nein, nicht schon wieder runter. Ich bin beim Pixel, ich bin bei einem Pixel, mich hat ein Pixel festgehalten. Böse Pixel. Ja, die sind auch böse. Zack. Nein! Zack. Mann, seid ihr schlecht. Da drauf. Oh, sie spielen sich mit diesen Springen nicht mehr so schlimm. Ich glaube, bei mir pennt Leute. Da drauf. Na. Och, leck mich doch am Arsch. So, hoch. Hoch. Auf die Kante hier springen, Flo. Also nicht, ja, in, nicht in den Container. Achso, du warst da schon mal. Da war ich auch gerade schon. Ich war auch gerade schon einen weiter. Ich bin nur dann runtergelaufen. Warte. Och, was ist denn das jetzt? Du findest einen Fall wieder runter. Juhu. Oder Plan. Ist auch so ein praktisches Beispiel, so macht es nicht. Och, noch so viel haben wir noch einmal nicht komplett gefailt. Hättet ihr mal mir zugeguckt. Och, Leute. Sag mal, wer steht noch da oben rum? Da ist doch jemand, das ist ganz praktisch, warte mal. Okay, warte. Ich bin bereit. Bist bereit, das ist gut. So. Der ist wieder ganz runtergefallen. Ich bin auch mal oben. Ich laufe übrigens weiter, ne? Warte mal, da. Ja komm, jetzt haben wir auch nochmal runtergespawnt. Auf Flo warten, auch wenn das jetzt eigentlich recht simpel ist. Kann Flo nicht, kann Flo sich nicht irgendwie ranziehen? Oder kannst du Flo nicht ranziehen? Nein, nicht, ne? Ne, Flo kriegt irgendwann mal eine Fähigkeit, mit der man... Das ist das Lustige, es gibt, der Soldat hat eine Fähigkeit Stürmen, die, das gleiche macht wie der Machtsprung, glaube ich, oder wie es bei euch auch immer heißt, nur dass du, das ist, wie soll man es sagen, das sieht ein bisschen sehr lustig aus, wenn, weil du stürmst, du läufst, aber kannst auch irgendwelche in eine andere Ebene dabei wechseln. Hehe. Wo ist jetzt Flo? Flo ist stuck. Ja, dann, glaube ich definitiv schon mal weiter, weil sonst stehen wir hier nur blöd rum. Das muss auch nicht sein. Mach das. Was ist denn das für ein verficktes Datacron? Grün. Du musst da nur hoch. Ja, welche Sorte? Grün. Grün, Willenskraft ist lila. Oder gelb. Es müsste Stärke. Kann das Stärke sein, grün? Nee, Stärke ist rot. Ich musste mich gerade kurz nochmal einen Moment, ich muss gerade orientieren, wo ich bin. Ich bin jetzt da. Ach, ich habe keine Lust. Grün ist, Sorgt euch, wenn du Pech hast, ist es sogar nur Genauigkeit. Eure natürlichen Attribute werden verbessert. Ausdauer. Ausdauer, ja, sollte man mitnehmen. Ausdauer ist immer gut. Ja. Och, jetzt hänge ich wieder nicht da schon wieder. Wie, wo bist denn du? Hinter dir, ich hänge in diesem. Ich krieg den Sprung nicht über dieses grüne Ding da weg. Und noch 82 Sekunden hat er. Flo, kannst ja mal vielleicht Sprinten ausmachen, vielleicht hilft dir das, ja. Ja, Sprinten mal aus. Ich weiß nicht, wo ich das überhaupt mehr hab. Ich hab's gar nicht mehr in deinen Leisten. Mach Rechtsklick einfach drauf. Mach einfach doch, wie du deine Buffs ausgemacht hast. Das ist eine gute Idee. Na. Du, ich nehme auch, wenn ich hier über Coruscant springe, auch den Gefährten weg. Der nervt. Der versucht nämlich immer denselben Weg zu gehen wie du auch. Der steht dann auf einmal wieder vor dir. Und dann wirst du voll ihre. Dann. Ja, das Problem war, ich war gerade schon ganz oben. Und dann hast du den Sprung von den Rohren auf die Platt. Auf das Dings nicht geschafft. Nein, ne? Ich hab's nicht auf das Rohr geschafft. War so ein Rohrkrepierer. Seid ihr gemein. Du müsstest mich sehen, Vince, wenn du jetzt nach oben guckst. Ja, sieht sehr lustig aus. Ja, das putzt mich so an, dass ich hier reingesprungen bin. Da wollte ich gar nicht rein. Dann mach doch mal slash stuck. Ja, bin ich ja. Ich muss noch 8 Sekunden warten. Ich bin da schon mal hängen geblieben. Springst du gerade die ganze Zeit?
Ja, also, wo ist jetzt das verdammte Datacron? Walter, du musst noch ein Stück ein bisschen mehr machen. Ach nee! Du bist erst oben, du musst nur über zwei Rohre latschen. So, jetzt. Du musst auf diesen Rohr. Wo bist du denn? Ach, da ist er doch. Der hier, hier. Komm mal hier rüber. Hä? Komm, komm. Einfach nur geradeaus laufen. Mit der Maus nach unten, dass du aufs Rohr guckst, dann läufst du automatisch gerade. Genau. Springen. Und so. Dann musst du auf dieses Rohr. Und jetzt springen. Musst du aufpassen, ja. Am besten, genau, erst hier auf die. Genau, und dann runter. Und dann gleich noch aufs Schild. Yay! Yeah. Ach, da seid ihr. Jawohl. Und Flo, jetzt musst du auf das Schild springen. Mhm. Wo drauf? Hier auf ja, das drauf. Schild. Da ist ein Schild. Oh. Alter, meine Finger sind schwitzig und ich zitter. Das kenn ich. Und wenn du und Pech hast, bleibst du mal wieder wie ich. Du musst einfach nur drüber springen, ist das eigentlich. Ja, das Problem ist, im Laufen. Du musst springen. So weit genug springen. Ja. Einfach mit Anlauf drauf. Das funktioniert. Yay, ja, er hat's jetzt erst lauf drüber. Einfach geradeaus und spring einfach nur noch. Lauf und springen. Bei mir hängst du grad, okay. Und nicht so weit laufen. Rechts. Ich würde gerne mal was testen gleich. Ja, runter ist easy. Von unten nein. Auf den Container. Wenn du es hast, Flo, sag mal Bescheid, will ich mein Duell. Ich will mal gucken, wo ich hier hochspringen kann. Ich bin noch hier auch. Du bist Ausdauer. Auch da, praktisch. Ja, Ausdauer sollte man mit, ja. Müsste eigentlich kein Problem sein. Komm her, du Sau. Das ist zu weit. Du bist zu weit entfernt, um ein Duell zu fordern. Besser? Nee, ja, jetzt geht's. Ich kann mit ihm. Ja, geht's. Ist wieder runtergefallen. Da schmeißt er mich hin. Das ist cool. Das heißt, wenn ich mit meinem Level 50er müsst ihr nur vorlaufen, ich kann mit meinem Hühnerschütersprung überall ach, hinterher springen. Ach, Mann. So, ah, Schlägen. Lauf doch nicht raus. Ach, du bist falscher. Hast du falsch da gegriffen? Ja. Ah, ich habe auch gar keinen Buff mehr an. Deswegen war ich auch so schlecht in letzter Zeit. So. Ich hatte auch die Zelle aus. Cool. Boah, im Fall eine Granate gepfeffert. Wow, cool. So, was erfordert Skill? Ja. Ja. Aber hallo. Das ist nämlich sehr kompliziert. Mann, hier liegt überall so viel Zeugs, was ich sammeln kann. Warum habe ich das alles noch nicht gesammelt? Ach, weil wir auch wieder dran vorbeigelaufen sind, dass alles schon wieder neu gespawnt ist. Hm. Das genau. Ist immer echt deprimierend, wenn das alles hinter dir schon wieder da ist und du willst zurücklaufen, um das zu sammeln. Du willst, kannst aber nicht. Kann man schon, aber... Wie sieht das aus? Wie lange wollen wir noch machen? Nur noch 10 Minuten. Die Ebene. Vielleicht ein bisschen plus. Das ist nur noch der... Wie heißt das? Also aus Prinzip könnten wir die Ebene noch zu Ende machen, weil es ist ja noch das Stück hier unten. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ja, dann könnten wir in der nächsten Folge nämlich wieder neu irgendwo anfangen. Ja, die ist relativ fix jetzt gemacht. Da unten jetzt... Da aber unten dann würde ich sagen, dann können wir dann würde ich die Questtext aber skippen, oder? Vor allem, wir teilen uns hier unten jetzt auf. Bei den Bombendingern. Wenn jeder eins nimmt, haben wir vier. Wir brauchen, glaube ich. Ich skippe einfach mal die Questtext, dann geht's nämlich schneller. Mach das. Ja. Aber ich skippe nicht. Wer es lesen will, soll skippen. Wer es lesen will, soll spielen. Eben. Was kann ich für ein auf. Das sollte ich. Wir kennen das ja alles schon, was hier an. Passiert. Korrekt. Gehen wir nach rechts hier rein. Ja, erst die Bomben machen, oder? Erst die Bomben, jeder so ein Ding. Oh, hier hat einer vorher schon aufgeräumt. Cool. Haben wir keinen Killbonus hier.
Sollte bloß in der Nähe bleiben, das ist der. Ich glaube, hier müssen wir die Bandenfest doch holen, oder? Ja, auch. Ich hab schon einen. Ich hab hier wieder schon einen. Wieder Zack. Schon einen. Noch nicht besiegt, aber er hat schon einen. Ja, er stande Sollte gerade ich vor mir. Mitmachen. So. So. Machen wir mal Power Leveling. Ist noch einer. Ist das wieder so eine Quest, wo jeder alles machen muss? Ja, genau. Ja. 3 von 8. 6 von 8. 4 von 8. 4 von 8. Ja. Ja, davon habe ich 5. 7. Ja, wir können ja wieder zurück. Die laden sich ja immer neu. Das hier sollen wir den Typ eben bekämpfen hier. Klar, ich bin gleich da. Hier. Arsch, du warst schneller als ich. Hier hinten ist übrigens eine Kiste. Hinter dem Revolverhelden. Dann meinte Malte mit bekämpfen. Ah! Ist auch Bandenfest dabei, ne? Ja. Credit. Mhm. Jetzt müssen wir nur noch den Bit. Ich brauche noch 2 Kistchen. Mhm. Endlich mal, das ist echt praktisch. Es gibt teilweise echt nervige Quests, wo die einfach 10 Minuten gefühlt brauchen, um neu zu spawnen. Hm. Das ist immer sehr nervig. Yep. So. Ich bin jetzt hier fertig. Na dann. So, meine letzte Kiste. Weiter Ach, geht's. Ich hacke gerade hinten kurz noch was. So, jetzt laufe ich natürlich wieder an einem Bandenchef vorbei. Sehr sinnvoll. Aua. Warum gibt es eigentlich keine Vermächtnis oder irgendwas, wo man schneller, wie heißt es, plündert oder sowas? Wäre doch cool. So, mach ich jetzt meine Klassenquest fertig. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Sorry, ich hab selber einen Revolver hinter am Arsch. Was macht ihr denn da hinten? Also wie gesagt, ich bin fix mit der Klassenquest drin. Jo. Jo, ich hab mein Problem auch. Alles, was ich hab mein Problem auch gelöst. Ich sammel einfach alles mögliche ein, was ich gerade finde. Ich find's sehr interessant, bei Hacken gibt's die Möglichkeit, deinen Gefährten loszuschicken, um Tresorkisten zu sammeln. Ja. Ja. Das läuft dann darauf hinaus, dass du deinen Gefährten für Geld irgendwo hinschickst, um Geld zu bekommen. Mit Pech hast du Geld drin, ja, und dann vor allem weniger als das eigentlich gekostet hat. Tresorkisten geben immer nur Geld. Die geben nichts anderes. Welche Kisten meine ich denn dann, die auch was abschmeißen? Die Prototypkisten. Ah. Loh bleib liegen, ich hol dich. Was ist so fast. Wenn ihr nicht im Kampf wärt, würde ich so eine Sonde nehmen. Nee, das ist halt das, was ich so ein bisschen sinnlos finde, dass man, nun ja, okay, meistens, du kriegst eigentlich immer mehr raus als vorher. Das habe ich mittlerweile auch ausprobiert, aber ich verstehe es nicht so ganz. Was? Was der Sinn davon ist. Wovon? Du kriegst mehr raus. Ja, toll. Du gibst Geld dafür aus, um Geld zu bekommen. Also ja, du steigerst den Skillrang. Ja, deswegen und du kriegst dabei ja gelegentlich. Was ist denn das hier jetzt? Kriegst dabei gelegentlich Baupläne? Ja. Ja. Nee, das ist ja nicht. Ja, es ist trotzdem sinnlos. Nö. Kriegst Geld. Geld kriegen ist nie sinnlos. Malte, wollen wir mal eben Klassenquest machen? Oh ja, wo müssen wir da hin? Müssen wir hier da rechts rein? Nein. Wo ist unsere Klassenquest hier? Hier links hinter mir. Ah, da. Und ich will eine neue Rüstung haben. Wer nicht?
Ich muss dafür mit bis auf Level, weiß ich nicht, warten. Nach links zuerst. Ich geh mal eben meine Klassenquest nebenher noch machen. Jetzt muss ich eben diese vier Dinger für die aktivieren. Danach gehe ich nach links, rechts. Nicht denken, Florian. Ich hab gerade statt irgendwas mit Sperren Sperma gelesen. Ich bin halt echt nicht mehr. Tja. Nein, das ist ungünstig. Alter, mache ich da wenig Schaden. Hast du hier Quest? Ja. Ja, ja. Ich auch, eine normale Quest sogar. Ich komme auch gleich nochmal bei euch mit, was, aber. Hier ist noch eine normale Quest? Ja. Dann sag ich erwartet, aber. Wie heißt es denn? Verfolgungsjagd hab ich hier. Das Gift. Hier hab ich jedenfalls nicht mehr. Das Gift der schwarzen Sonne. Ich weiß nicht, wo hast du denn das? Das ist die Klassen. Ach, du hast das mit der roten Kiste, meinst du, ist deine Quest hier. Ne? Nein, die rote Kiste ist unsere Klassen. Teilfinsternis haben wir da als Quest noch drin.